Hallo zusammen. Ja, jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich als erstes, was mit meinem Gesicht passiert ist. Ja, ganz klar, ich habe mich in Porto übel geprügelt. Nee, Spaß, nee, also es ja, war eigentlich eine sehr, sehr dumme Geschichte. Muss man auch nicht allzu lange drüber reden. Ja, ich habe einen Handstand probiert mit eventuell einem Bier zu viel. Aber ja, ist nichts Schlimmes. Naja, sonst hatte ich wirklich sehr, sehr schöne Tage in Porto. Wie gesagt, wirklich dieses traumhafte Hostel, das war wirklich ein sehr, sehr guter Tipp. Nochmal danke an dich, Elena, an dieser Stelle. Ja, weil eben, also erstens die Einrichtung des ganzen Hostels war wirklich sehr, sehr schön. Und dann zudem auch noch so das ganze Konzept halt, dass so die Idee oder der Gedanke war halt, dass man wirklich viel zusammen macht und dadurch halt total ja, in Kontakt mit Leuten kommt und viele Leute kennenlernt. Und ja, so war das dann auch. Ich habe echt sehr viele, wirklich sehr nette Leute kennengelernt, eben vor allem einen Portugiesen aus Lissabon, mit dem ich viel durch die Stadt gegangen bin. Mit dem habe ich auch eben eine Weinprobe gemacht, also eine Portweinprobe. Ja, das war auch wirklich eine sehr coole Erfahrung. Da sind wir zu Taylor's gegangen, eine uralte Portweinfirma von 1692 und wirklich total stilvoll. Da war man in so einem Garten, wirklich sehr schön angelegt, ja, oder mehr so ein Gartenpark eigentlich. Und dort in dem Park gab es, oder so in dem Garten sind Pfauen frei herumgelaufen und wirklich sehr schöne Hähne. Ja, und dann hat man eben sechs Gläser, nee, fünf Gläser verschiedene Sorten von Portwein bekommen. Und durfte die alle eben probieren und hat eben zu jedem Glas was erklärt bekommen und so. Also es war wirklich eine sehr, sehr schöne Erfahrung mal. Und ja, hat auf jeden Fall was, so ein Portwein. Habe ich auch einiges drüber gelernt jetzt. Ja, ansonsten wirklich super schöne Tage in Porto gehabt. Ich war ja schon mal vor 4 oder 5 Jahren in Porto, aber hat praktisch überhaupt keine Erinnerungen mehr. Und hat mir wirklich total gut gefallen, die Stadt. Also echt eine sehr, sehr schöne Atmosphäre und war auch, was auch sehr angenehm war, es war nicht so heiß, sodass auch so durch die Stadt latschen wirklich eigentlich total erträglich war. Also es war wirklich, ja, wie gesagt, einfach wirklich sehr schöne Tage. Genau, dann bin ich eben heute weitergefahren und heute, beziehungsweise ich habe noch mittags mit einer Freundin, die hier zurzeit in Porto einen Erasmus macht, die habe ich noch zum Mittagessen getroffen. Und dann bin ich eben am Nachmittag weitergefahren, aber überhaupt nicht weit, nur so, ich glaube, 30 Kilometer weiter oder so, und bin jetzt hier wieder in so einem Surfcamp, und ja, bin mit noch einer anderen, einer aus Belgien. Wir sind die einzigen zwei Gäste, von daher habe ich wieder ein ganzes Vierbettzimmer für mich alleine. Ja, auch nicht schlecht. Und genau, morgen gehen wir dann alle zusammen surfen, ganz in der Früh. Und ja, ich muss mal schauen, vielleicht bleibe ich dann auch noch eine zweite Nacht hier. Ansonsten, was sehr cool werden könnte, ist in Ericeira, ist so ein bisschen vor Lissabon, hat mir die AD, mit der ich eben heute Mittagessen war, hat mir erzählt, dass Freunde von ihr dort irgendwie ein Haus haben und dort irgendwie zu fünf oder zu sechs drin wohnen. Und jetzt, die habe ich mal gefragt, ob ich vielleicht bei denen übernachten könnte. Das wird dann, könnte sicherlich auch eine sehr lustige Zeit werden. Ja, also insgesamt bereue ich es auf keinen Fall, dass ich nach Portugal jetzt doch eingereist bin. Ich genieße die Zeit hier wirklich total. Und es ist eben jetzt total schön, wirklich hier an der Küste. Auch mal angenehm, immer wieder Rückenwind auch zu haben. Ist ja auch, hatte ich ja auch nicht allzu oft während der Fahrt. Also das ist wirklich jetzt, würde ich fast sagen, bisher jetzt der schönste Teil der ganzen Reise hier in Portugal. Und ich genieße es wirklich in vollen Zügen. Ja, dann gehe ich mal ins Bett. Wie gesagt, morgen geht es früh raus zum Surfen. Und ja, dann schaue ich eben mal, ob ich morgen noch einen Tag länger bleibe oder ob ich doch schon noch ein bisschen weiterfahre und vielleicht ins nächste Surfcamp schon gehe. ja, aber dann hört ihr morgen von mir wieder. Bis dann. Ciao.